Hallo und herzlich willkommen zur 100 Sekunden Andacht. Aber halt mal, kommen Sie mir ja nicht zu nahe. Ja, 1,5 Meter Abstand. Das gilt es zu behalten. Das ist die Zahl des Jahres 2020. 1,5 Meter. Keine Umarmungen mehr nach langem Wiedersehen, keine Küsschen links und rechts auf die Backen und auch kein Händeschütteln. Das darf alles nicht mehr sein, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Für die einen der Traum schlechthin. 1,5 Meter, es könnten ruhig mehrere sein. Und für die anderen der Albtraum schlechthin. Denn wie soll man seine Zuneigung zu lieben Menschen zeigen, wenn nicht mit einer lieben Umarmung oder einem Händedruck? Über allem dürfen wir in dieser Zeit eins nicht vergessen, und zwar Gottes Maßstab. Und Gottes Maßstab ist auch in Corona-Zeiten wichtig. Es ist der Maßstab der Liebe und des Guten. All das, was dem Guten dient, was die Liebe fördert, das ist wichtig. So schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Römer im 12. Kapitel: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und es vollkommen ist. In diesem Sinn, habt einen schönen Tag, alles Gute und bis zur nächsten 100 Sekunden Andacht. Ciao!